schwierig. Das ist tatsächlich auch eine Frage, wo ich überlegen muss. Ich wüsste direkt, also bist du übertrieben faul eher gewesen oder übertrieben horny, Bauer? Ja, genau. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie man die Todsünde Lust definiert. Lust ist wirklich so, so wie Zeus, weißt du? Der will halt in alles seinen Blitz schießen. Du meinst also, ob ich auf Löwen und Kühe stehe, ja? Ach nee, warte mal, er hat sich immer nie verwandelt. Oh mein Gott. Ja, gut. Das war mega gut. Nein, das war ein Pun, Alter. Ich weiß. Oh. Ach so. So, welche Frucht würde ich gerne snacken? Eine Banane, Alter. Oder eine Traube? Das Problem an dieser Sache ist, ich esse alles und außerdem esse ich es halt nun mal nach meiner Laune. Also ich weiß, glaube ich, was Anni antworten würde. Bei Burrito könnte ich es auch essen, bei Marty das Ding ist, ich glaube, du findest Trauben leckerer. Aber, ganz wichtiges Stichpunkt, Mauki, Küchenporn. Deswegen muss ich Banane nehmen. Küchenporn? Was? Wir können darüber nicht reden. Es tut mir leid, ich wünschte, wir könnten es euch erklären, aber alles gut. Es ist leider... Irgendwann mal privat, meine Freunde, irgendwann. Ja, wir haben alle unsere Geheimnisse, alles entspannt. Ah, ja, ich fand das Stichwort gerade einfach zu gut. Ich habe es gerade so gestockt, als die Traube gesagt hat, und war so, ah ja, Küchenporn, alles klar. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, Küchenporn, deswegen Banane. Ich hoffe, okay. Vielleicht könntet ihr euch leicht denken, aber ihr wisst es nicht. Was ist besser? Angry Birds oder Flappy Bird? Ist beides fucking Trash, Alter. Holy moly. Ja, Jesus Christ. Beides fucking Trash. Ist jetzt die Frage, diese Hand wurde aus der Pistole geschossen. Angry Birds, Flappy Bird, beides fucking Trash. Aber da bin ich bei dir, Burrito. Da bin ich bei dir. Also insofern. Also, wenn ich mich für Bart auf Twitch behaart mit Bart. Wenn ich mich für eins der beiden Sachen entscheiden müsste, dann will ich das nehmen. Also ich würde beides am liebsten vom App Store löschen. Ich glaube, Flappy Bird ist ja schon gelöscht, aber... Echt jetzt? Warum ist das gelöscht? Weil es zu aggressiv, Leute zu aggressiv gemacht sind. Das ist nicht dein Ernst. Ja, keine Ahnung, Mann. Es gibt noch ein paar Handys, auf denen Flappy Bird installiert ist. Und die verkaufen sich aktuell für richtig viel Geld. Flappy Bird war halt einfach so anders Trash, Alter. So, keine Ahnung. Da war Doodle Jump, hatte ein tiefgehenderes Spielprinzip, so, weißt du? Stimmt, ja. Aber Angry Birds hat einen Film und der ist trash. Emojis haben auch einen Film und du bist trotzdem. Emojis haben einen Film und bei Leuten. Emojis benutzen, Mann. Habt ihr auch dieses Problem, dass ihr Emojis nur bei Emoji-Leuten benutzt und Nicht-Emojis-Sachen nur bei Nicht-Emojis-Leuten benutzt? Ja. Aber ja. Eigentlich benutze ich nie Emojis, ich finde Emojis. Ja, das stimmt allerdings. Also was ist ein Trucker-Name, der sich cooler anhört? Lagger oder Hauler? Was bedeutet Lagger und was bedeutet Hauler? Was ist Lagger, ich glaube, also das ist so ein... Hauler ist so ein Schlepper, aber Lagger weiß ich nicht. Ich google das mal gerade. Es gibt einen Lagger-Falken, der sehr cool aussieht. Genau den meinen die damit bestimmt. Ja. Lugging ist so eine Art Schleppen, Vergleich Luggage. Ah. Okay, also Hauler war... Beides ist irgendwie Schleppen, ja? Der Laggerfalke ist eine Vogelart aus der Gattung der Falken. Ein anderer gebräuchlicher Name, vor allem von Falknern, ist Laggerfalke. Der Laggerfalke ist ein mittelgroßer Falke. Halt die Fresse, Bart, bitte. Ich glaube, du bist mehr so dieser harte Konsonantenmensch, weißt du, dieser Lagger, so G, so. Ja, ich kenn dich einfach. Ja, Anni ist nicht nur ein Steinmensch, sondern auch ein harter Konsonantenmensch. Ja, und ich muss auch sagen, dass das irgendwie so eine Vogelart, das hat mich abgeholt. So, ich liebe Vögel. Was soll ich sagen? Ja, sagt sie und hasst Eulen wie die Pest. Eulen sind keine Vögel, Eulen sind Abkömmlinge der Unterwelt. Okay. Bart. Oh Gott, ey. Oh, wäre ich lieber Sherlock Holmes oder Doctor Who? Das ist natürlich eine Frage, die ich schneller beantwortet hätte, wenn meine Maus im Bild gewesen wäre. Es klingelt, ich bin sofort wieder da. Boah, ey, wäre lieber Sherlock Holmes oder wäre lieber Doctor Who? Fun Fact, Eulen waren bei den Ägyptern tatsächlich Tiere der Unterwelt. Ja, Ägypter einfach, die haben es drauf. Die verehren Katzen, die hassen Eulen, feiere ich.
100%. Kurze Frage, guckt dieser Mensch Doctor Who? Bart? Keine Ahnung. Ja, kein Plan. I'm back. Bart, hast du Doctor Who gesehen? Wenn ich das beantworte, wisst ihr die Antwort auf die Frage. Ja, schade, danke für die Antwort. Du hast leider gerade die Antwort gegeben, Leute. Ich hätte aber trotzdem Sherlock Holmes genommen, weil Sherlock Holmes einfach der coolere ist. So. Ja, ich glaube auch, Bart ist. Ich sehe Bart so mit so einem. Mit so einer Cap und dann so. Mittlerweile 14, fühle ich so. Jemals in einer der Among Us Voice-Chat-Runden zugehört, was ich so vor mich hin laber, ist das immer Detective-Monolog. Immer. Tatsächlich habe ich dich immer gemutet bei Among Us. Ja. Erklärt so einen. Oh mein Gott, habt ihr das neue Among Us-Modus gesehen? Oh mein Gott, wir haben alle 100%. Alter, wir sind einfach wie Baum und Borke. Welche schlechte Angewohnheit würde ich eher machen, haben? Beides. Mittag bleiben oder langweilige Internet-Memes sharen. Bin ich Burrito oder was? Oh, Ansage. Oh. Ich schicke meinem Freund wenigstens Memes. Nein, das war schon, also letztens hast du mir schon echt ein geiles TikTok-Meme geschickt. 2 Uhr morgens, beste Zeit für Memes, ja. Warum sagen die mal Bad Habit? Das ist doch keine schlechte Angewohnheit. Doch. Ja, es ist halt die Frage, ne? Ich habe noch nie ein Meme von Mauki bekommen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob ihre Memes fire sind oder trash. Aber ich weiß halt for a fact, dass er bis 3 Uhr im Bett liegen bleibt. Deswegen muss ich halt einfach 4x gehen. Ja. Burrito, das war verkackt. Hm? Aber... Meintest du nicht, staying in bed ist, was du sagen willst? Ich bin gerade super verwirrt, Burrito. Warum hast du denn nicht staying in bed gewählt? Oh, ja. Oh, nein, bin ich mir denke, das ist lustig. Das ist eine schwierige Frage. Oh. Unanständig, wirklich. Aber ist nicht jeder Mensch kitzelig? Tatsächlich nein. Nicht. Aber ja, also. Ja, ich bin krank kitzelig überall. Also Anni ist für mich so ein Steinmensch, so, und die sind immer kitzelig. Hör mal, warte, hör mal, wenn du mir was sagen willst, Bart, sag's mir ins Gesicht, ja. Das hat Burrito vorhin zu dir gesagt und ich muss sagen, er hatte recht. Ich bin ein Steinmensch? Ja, wegen Steinschere Papier. Ah, ich weiß. Pain. Ich wollte gerade sagen, weil Steinmensch würde jetzt nicht zutreffen. Do you still wear any... Also ziehe ich immer noch Anti-Sachen an, die ich als Teenager gekauft habe. Die gleiche Was? Unterwäsche jeden Tag. Hä, ich habe nur eine. Wie Anni dieses Ding bei mir instant beantworten könnte. Ja, ich wollte gerade sagen, so Maukis. Kurze Frage, Teenager-Jahre sind so 15, 16, 17, 15, 14, ja, alles 16? Ja, alles so 15 bis 18, würde ich sagen. Ich bin, for reference, ich bin 25. Ja, easy. Ja, ey, Burrito, krass. Ich glaube, wir sind so ein bisschen ähnlich, was das angeht. Ich habe auch noch eine Hälfte Kleiderschrank meiner Teenie. Achso, ich dachte, du sagst jetzt nur eine Unterhose, aber... Hm. Ja, ich habe auch... Also, meine Unterhosen sind... Ja, vergessen wir das. Markus Kleiderschrank ist einfach eine Katastrophe, so. Ich habe alles. Ich habe alles mit nichts, ey. Ich habe so alle verschiedenen Kleidungsstils, aber alles sieht scheiße aus. Oh. Welche habe ich häufiger begangen in meinem Leben? Lust, was Verlangen heißt oder was auch immer. Oder Faulheit. Ich wüsste direkt. Also bist du übertrieben faul eher gewesen oder übertrieben horny bei euch? Ja, genau. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie man die Todsünde Lust definiert. Lust ist wirklich so, so wie Zeus, weißt du? Der will halt in alles seinen Blitz schießen. Du meinst also, ob ich auf Löwen und Kühe stehe, ja? Ach nee, warte mal, er hat sich immer die verwandelt. Oh mein Gott. Ja, gut. Art kommt mir schon so manchmal vor wie so ein Sexoffender. So, not gonna lie. Warte. What the fuck, Anni? Guck dir den mit dieser Brille an, Digga. Guck ihn dir mit dieser Brille an. Sieht er nicht aus wie jemand, der so Wörter wie so Püppchen unironisch benutzt? Ja, der mit seinem Schulbus zum Date kommt, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Bart, wenn du nachher eine Umarmung brauchst, ne, sag Bescheid so, ist kein Problem. Okay. Der Depressed Hike Sex Offender, Alter. Wer kennt ihn nicht? Depressed Hike Sex Offender. Mann, Bart, bräuchte zu diesen Schnäuzer, ne? Rasier mal den Rest weg, so, dann wäre wirklich problematisch. Soll ich? Bitte nicht. Bart, wenn ich mal zu dir komme, machen wir einen Doppelstream mit Schnäuzer. Bin ich dabei. Nice. Aber. Ich wüsste bei keinem von euch, wie ich antworten würde.
Auch so vielleicht beim Aufgucken. Was? Oh! Ich hätte das Gleiche gesagt. Oh mein Gott, ich hätte das gesagt. Ich hab dir beim Umziehen geholfen, Anni. Und du solltest wissen, dass ich nicht faul bin. Ja, aber du bist doch, also... Bart, du kommst in Sony Jay, Mann. Du bist der asexuellste Typ, den es gibt. Ja, ich hätte... Good old time. Ich hab nicht mal zweideutige Jokes von dir gehört. Ja, gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass du dann eher so jemand bist, der so an einem Sonntag einfach rumdödelt. Ich bin sehr zurückhaltend. Na, das ist ein Unterschied. Oh mein Gott. Nice. Aber findest du nicht, dass Bart wie jemand wirkt, der so ein richtiger Player sein könnte, wenn er will? Oh ja. Yeah. Aber genau deswegen wird Anni sich gedacht haben, nee, weil ich bin ja kein Player. Allein die Stimme ist Lust pur. Danke, Jack. Oh. So, okay. Was ist schon wieder mit meinen Freunden oder Familie? Was willst du von... Maoki? Hallo, ich so, bin wieder da. So, deine Kamera ist kurz hängen geblieben, ja. Denkst du, irgendwer von deinen Freunden oder Familien ist mit jemandem zusammen, wo du sagst, oh, die Person ist nicht gut genug für ihn oder sie? Also sagen wir, keine Ahnung, dein Bruder ist mit irgendwem verheiratet und denkst du, boah, nee, die Frau geht gar nicht. Oder, keine Ahnung, deine Tante hat einen Mann und denkst du, boah, geht gar nicht. Oder deine beste Freundin oder bester Freund ist mit irgendwem zusammen, wo du denkst, boah. Das ist schwierig, ne? Mega schwierig. Maoki hat aber auch keine Freunde, so deswegen. Ja. Ich hab alle meine Freunde zähle ich zu meiner Familie so, ist also easy peasy. Ja, steht ja Friends or Family, also. Ja, Maoki, ich geb mir diese halt... Tatmühe, ja? Oh. Hä? Oh. Hätte ich nicht gedacht. Ich kann Bart nicht hören. Bart, ich glaube, du bist gemutet. Ja, ja, habe ich mitbekommen. Ich dachte, du würdest härter reagieren, wenn es wirklich jemanden gäbe, so. Von wegen so, ja, gönn. Nee, ich versuche immer nicht hart zu reagieren, weil das ist ja immer, ne, easy peasy, ja. Aber... Ja, ich kann jetzt allerdings halt so nichts sagen. So. Ja, heißt ja auch. Meines ja, Films, alles gut so. Ey, ich muss ganz kurz sagen, das war nicht böse gemeint gegen Maoki, aber ich weiß einfach, du bist halt ein Einsiedlerkrebs. Du hängst halt mit 3 Leuten in deinem Leben ab. Ja, so, das stimmt. War gar nicht, also, das war nicht böse gemeint, von wegen, sie kann keine Freunde haben. Ich weiß einfach nur, dass sie so den Kreis, mit dem sie abhängt, halt super hart eingrenzt. So. Wenn also bei mir ist das so. Schwer. Bei mir ist das so, wenn ich jemanden mag, dann mag ich ihn so sehr, dass ich ihn direkt so in meine Einsiedlerkrebshöhle hole und dann ist es meine Familie und da passen halt nicht so viele rein, ne? Es hätte auch nur eine Muschel, ne? Also. Ja, es hätte nur eine Muschel. Oh shit. Oh okay. Shit. Was ist gewöhnlicher, dass ich Anni auf die Eier gehe oder dass Anni mir auf die Eier geht? Oha. Ah. Ich meine, wenn du nochmal willst, dass jemand die Haare färbt, gibt's nur eine Antwort. Nee, ich überlege gerade ernsthaft. Boah, das ist eine Scheißfrage, Alter. Ich glaube, das hier. Also eigentlich würde ich dich wie jemand einschätzen, der sagt, Annie annoying me. Weil du halt einfach keine Fix gibst, oder? Nein! Aber genau andersrum, weil ich dachte mir, also du gehst mir manchmal so leicht auf die Eier, wenn du so zu spät bist oder nicht antwortest. It is what it is, girl! It is what it is, ja. Aber ich bin halt so, also ich als Mensch bin einfach so super so, ja, okay, whatever, ist sie halt 5 minutes too late or something, so, weißt du? So, mich stört das dann nicht so sehr wie andere Leute vielleicht. Und deswegen dachte ich im Umkehrschluss, okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich dir auf die Eier gehe, aber wenn sie mir nicht auf die Eier geht, dann gehe ich wahrscheinlich ihr auf die Eier. Weißt du, was ich meine? Ja, aber du gehst so halt null auf die Eier, also null. Ja. Das war ja auch so eine richtige Trick-Question wieder so. Ja, scheiß Frage. Pain. Menschen, die sich nicht. Du gehst mir schon auf die Eier, Bart, halt die Fresse. Okay. Ja, ist so, Bart. Alter. Geh mal recyceln hier, ey. Ja, aber Burrito hat natürlich eine Eigenart. Dass er Leuten einfach nicht auf den Sack geht, das ist total weird. Wie macht denn das? Ja. Ich habe das Gefühl, ich gehe so vielen Leuten auf den Keks, das ist unglaublich. Hä? Ja, du bringst mir türkische Süßigkeiten mit, wie könntest du mir hier auf die Eier gehen? Okay, ja, aber es sind, glaube ich, Bestechungen. Ich bin so ein Meme und ich lach darüber, das passiert nie so. Wir haben alle 44%. Wir sind alle Erster. Wir sind alle gleich schlecht, geil. Alle Erster.